Leute, was sind denn das für Röhren? Es ist dunkel, es ist Nacht. Alter, die sehen ja heftig gruselig aus. Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Wir werden in alle diese Röhren jetzt reingehen, Leute. Ich habe ja in letzter Zeit kommen ja diese Wähle-Nicht-Videos ja super gut bei euch an. Deswegen machen wir jetzt auch so eine richtig krasse Super-Horror-Edition. Und das sieht auf jeden Fall alles nicht gut aus, Leute. Lasst ein Like da und schreibt einen coolen Kommentar. Und dann würde ich sagen, fangen wir von links nach rechts an. Oh nein, da will ich nicht rein. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier rein und klopfen mal einfach mal an. Klopf, klopf, klopf. Jemand zu Hause? Wer ist denn da? Ein super, hallo? Ein super cooler YouTuber. Oh. Hi. Hi. Darf ich reinkommen, Monsieur? Ja. Ja. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man so schnell eine Lieferung bekommt. Eine Lieferung? Warum denn? Was für eine Lieferung? Ich habe mir ein Haustier bestellt. Also, ich bin nicht die Lieferung. Also, mich kann man nicht als Haustier haben. Doch, du bist jetzt mein Haustier. Wie, dein Haustier? Nein, ich bin... So, ab in die Ecke mit dir. Was? Ah, wo denn? Was? Einfach weiter, weiter. Ah, ah, was hast du mit mir vor? So, ich platziere jetzt hier so eine Mauer um dich herum. Warte mal, was macht der, Leute? Warum? Ich hätte niemals in diese Horrorhöhle reingehen. Nein! Ey, lass mich raus. Was soll das? Übertreib's voll, die Lage. Ey, lass mich raus. Bitte. Nein, du bist jetzt mein Haustier. Okay, für wie lange? So, da stand, warte, in der Beschreibung stand für immer. Für immer? Nein, ich will nicht für immer. Ich muss doch morgen noch ein anderes Video aufnehmen. Dann müsste ich hier von hier weg, weißt du? Okay, dann lass uns einen Handel eingehen. Einen Handel? Okay. Ja, einen Handel. Was für ein Handel denn? Du besorgst mir ein anderes Haustier, was cooler ist als eine Schildkröte. Oh, das ist schwer. Und dann darfst du gehen. Ein cooleres Haustier als eine Schildkröte ist schon super schwer, Leute. Okay. Ich glaube, ich krieg das hin. Okay, dann komm raus hier. Okay, kriege ich dann aber auch nicht auch eine Belohnung? Komm doch an, wie cool das Haustier ist. Okay, Leute. Ich werde dir ein cooles Haustier finden. Okay, Leute, wir müssen ihm jetzt ein cooles Haustier finden, aber... Wo soll ich ein Haustier finden? Hier ist weit und breit nichts los. Wisst ihr, was ein richtig gutes Haustier wäre? Catnap oder Chase oder so. Aber guck mal, wie die aussehen, Alter. Ich hoffe nicht, dass die freiwillig... Also ich kann mal hier so ein Schaf fragen vielleicht. Willst du ein Haustier sein? Nee, ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich könnte mal theoretisch hier reingehen. Mal kurz gucken. Ob hier... Was los ist? Da ist Chase! Warte mal. Der sieht nicht mal böse aus. Ich könnte den eigentlich nehmen und ihm als Haustier geben, Leute. Was sagt ihr? Das könnte man theoretisch machen. Guck mal kurz. Okay. Oh, das tut mir so leid. Hi, Chase! Was geht ab? Kannst du was sagen oder so? Hallo? Was machst du hier? Ja, ich war so in der Gegend unterwegs. Warte mal, du bist ja gar nicht böse. Wieso soll ich böse sein? Warum wohnst du hier in der Nachbarschaft mit den ganzen Horrorcharakteren? Weil die einen Polizisten brauchen vielleicht? Die Polizisten brauchen? Und du hast keine Angst? Nein, das sind meine Freunde. Das sind deine Freunde? Alter, hast du mal die Bilder gesehen? Und warum hast du eigentlich auch so ein gruseliges Horrorbild vor dir? Ich musste mich anpassen, dass sie denken, ich bin einer von denen. Verstehe, sonst würden die dich ja beim lebendigen Leibe aufessen, ne? Ja. Oh, jetzt tut mir aber Chase leid. Ich kann ihn doch nicht so diesem komischen Tsunami-Monster zum Fraß vorwerfen. Aber eigentlich muss ich das, sonst bin ich ja dran. Leute, was soll ich machen? Schreib's mal in die Kommentare. Ich bin an einer ganz großen Sache dran, so. Ich arbeite hier verdeckt. Du bist ein Geheimdetektiv. Genau. Ich muss aber dich um einen Gefallen bitten. Okay. Da vorne ist der erste Nachbar, dem geht's nicht so gut und der hat halt Angst. Oh Leute, jetzt muss ich richtig dreist lügen. Das tut mir natürlich sehr leid für Chase. Dem geht's nicht so gut, weil der hat Angst, dass er die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Verbrecher in sein Haus reingehen und er würde sich mega wünschen, dass ein Polizist so über die nächste Nacht bei ihm aufpasst. Kannst du mir den mal vorstellen? Ja klar, warte mal. So. Okay, so, komm mal mit, Chase. Ich nehme dich mal, da musst du dich gar nicht bewegen.
So, Leute, ich bringe jetzt Chase da hin. Oh, es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Okay, wir sind gleich da, Chase. Einen Moment. So. Klopf, klopf, so Nemeli-Monster. Ich bin da. Komm rein. Komm einfach rein hier. Okay, guck mal, was ich für dich habe. So. Okay. Hier. Der sieht echt cool aus. Hey, was macht ihr mit mir? Wieso bin ich eingesperrt? Es tut mir leid. Ich musste das tun, um mein Leben zu retten. Du musst jetzt das Haus dir von diesem Monster. Der sieht echt gut aus. Der sieht echt... ein Hund ist besser als eine Schildkröte. Komm, das habe ich doch gut gemacht. Kriege ich bitte eine Belohnung? Ja, ich habe hier in meiner Rümpelkiste rumgesucht und habe hier das hier gefunden. Das passt farblich zu dir. Zeig mal her. Wow, ein grünes Schwert, Leute. Das ist richtig gut. Okay, warte mal. Bist du stark eigentlich? Ich bin richtig stark. Dann komm her! Ich befreie dich, Chase! Ja! Hey, dankeschön! Oh, warte, ich befreie dich. Okay, Leute, der Trick hat richtig gut funktioniert. Ich bring dich wieder in deine Röhre zurück. So, Leute. Let's go. Oha. Oh, Chase, natürlich lasse ich dich doch nicht im Stich. Oh, jei. So. Dann bringe ich dich mal wieder hier hin. Dachte erst, du lässt mich hier zurück. Also eigentlich wollte ich dich auch zurücklassen, aber irgendwie tat es mir leid. Und da der mir ein Schwert... Hätte der mir kein Schwert gegeben, dann hätte ich dich gar nicht retten können. Aber mit dem Schwert war es kein Problem. So, ich bin dann mal weg. Und tschüss. Okay, Leute, das war schon mal sehr aufregend. Aber jetzt wird es super, super duper aufregend. Weil jetzt gehen wir hier zu dieser Horrornonne. Von wo ist die eigentlich? Egal, da gehen wir jetzt rein. Okay. Klopf, klopf, Nonne! Bist du da? Mister! Dandy, kann ich rein? Wow. Dandy! Was machst du mit diesem Hammer? Das war nur ein Meinungsverstärker. Ein Meinungsverstärker? Ja! Was meinst du damit? Egal, nix. Hast du jemanden damit auf den Kopf gehauen? Nein, guck nicht auf den Boden, komm rein hier! Alter, was ist denn hier los, Leute? Hallo, Nonne. Warum? Es ist halt so dunkel hier und echt nicht gemütlich. Aber immerhin hast du eine grüne Farbe gewählt. Nicht schlecht. Ja, ich wollte eigentlich in den Urlaub reisen. Aber? Ich finde meinen Rucksack nicht mehr. Dein Rucksack. Okay, weil ich muss kurz auf Toilette. Okay, fertig. Dein Rucksack. Okay. Ich könnte dir theoretisch dabei helfen. Ich habe hier meinen Rucksackfinder hier. Guck mal, hier auf der Karte habe ich den markiert, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Okay. Warte, ist das X da? Ich glaube schon. Okay, ja, also ich könnte es dir finden, wenn du mir eine Belohnung dafür dann gibst. Besorg meinen Rucksack und du kriegst eine richtig krasse Belohnung. Komm doch einfach mit. Okay, ich komm mit. So, Leute, wir gehen jetzt mit der Nonne dahin. Okay, wir müssen in die Richtung gehen. Okay, so. Du kannst mich ja mit dem Hammer beschützen. Du bist ja super stark. So. Wenn du einen Fehler machst, mach ich Bonk. Nein, ich mache keinen Fehler. Ich lese doch die Karte super. Guck mal, Leute, unten links, da ist das X. Wir sind sogar gleich da. Okay, Leute. Ist das das X hier? Mal, Moment mal. Guck mal. Das ist doch das X. Warte mal, ich grab mal hier aus, Leute. So. Okay, dann wollen wir mal. Ey, das sieht aus wie dein Rucksack. Was? Mein Rucksack? Ja, hab ihn gefunden. Du hast ihn gefunden? Ja. Super, ich kann den endlich in den Urlaub reisen. Okay, ich hätte gerne meine Belohnung dafür, dass ich dir geholfen habe. Eine Belohnung willst du haben? Ja, gerne. Ich weiß ja nicht. Du siehst gruselig aus. Guck mich nicht so an. Ich hab Angst. Wirklich. Okay. Dann warte mal, ich habe eine Idee. Okay. Was ist denn deine Idee? Alter, kannst du mal bitte diesen Hammer wegpacken? Ich pack warte, das warte. Nicht mehr. Ich muss hier kurz was machen. Okay, wir warten hier, Leute. Mal sehen. Glaubt ihr, ich kriege eine nice Belohnung oder eher nicht so? Ja, mal sehen, Leute. Wo ist sie denn? So, ich habe was für dich. Warte mal, ich muss das kurz dieses Schwein hier erledigen. So, ja? Hier, der Hammer für dich. Der Hammer? Das ist wirklich der Hammer. Wow. Okay, dafür kriegst du deinen Rucksack wieder zurück.
Was der Schwein. Ja, danke schön. Tschüss. Kann ich dich eigentlich damit hauen? Geht das? Nur aus Test, so aus Neugier? Weiß nicht, ob du stark genug bist. 9 Attack Damage macht das angeblich. Aber irgendwie treffe ich dich nicht. Hey, du bist noch so schwach. Du musst ein bisschen damit üben. Hey, yo! Komm, Cap, du hast keinen Hammer mehr. Nein, ich hab keinen Hammer mehr. Wie soll ich mich verteidigen? Du hast mir vertraut. Autsch. Oh, so, Leute, let's go. Mann, kann der Hammer mal Schaden machen? Okay, Leute, jetzt wird gekämpft gegen die Psychononne. Du machst die Nachbarschaft, jetzt tyrannisierst die Nachbarschaft. Der arme Chase kann hier nicht mal schlafen. Let's go, Leute. Wir haben das richtig gut gemacht. Okay, es ist die Frage. Die zwei sahen... Oh, zur Abwehr haben wir mal Catnip, aber bei Catnip weiß man nie. Manchmal ist auch dieser Albtraum-Catnip drin und der ist super gruselig. Na gut, Leute. Wir haben ja noch ein paar Röhren. Deswegen wollen wir auch keine Zeit verlieren. Okay, so, dann wollen wir mal. Ding Dong! Klopf, klopf! Hallo? Hi! Hi, komm rein hier! Warte mal, was ist denn, warum sehen eure Häuser so wie keine Ahnung, Verlies aus irgendwelchen Burgen aus? Alter, was komm ist das? Komm rein hier! Ich will hier nicht hängen, Leute. Das ist gruselig. Alter, was ist für eine Folterkammer hier? So schlimm ist das hier nicht. Du bist gerade unter einer Guillotine, oder wie man das heißt. Nein, steck doch mal deinen Kopf hier durch. Nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Warum nicht? Los, steck deinen Kopf da durch. Ganz schnell. Okay, warte. Das war's, mehr mache ich nicht. Es passiert doch nichts. Okay, ich trau mich auch. Was ist mit dem hier passiert? Wer war das vorher? Sag ich dir nicht. Okay, und wer war das hier? Geheim. Okay, dann wer war der hier? Andy? Na, Quatsch! Oh, du hast mir eigentlich einen Gefallen damit getan, sag ich dir ehrlich. Spaß. Den kenn ich auch nicht. Wer war das hier? Irgendein YouTuber. YouTuber? Oh, Leute, welcher YouTuber könnte es gewesen sein? Schreib's mir in die Kommentare. Okay. Aber an sich, wenn diese ganzen Foltergeräte nicht hier wären, ist es schon sehr gemütlich. Aber, ja, ich würde auf jeden Fall nicht gerne jetzt hier zu Schaschlik gemacht werden. Also. So, welches Messer benutze ich für diese Schildkröte? Nein, benutz bitte kein Messer. Lass mich in Frieden. Was soll ich denn hier tun? Kann ich irgendwas tun, um dich zufriedenzustellen? Du könntest dir diesen Besen schnappen und mal hier ein bisschen aufräumen. Okay, dann mache ich das jetzt so. Einen Moment. So, lalalalalala. Ich mache ja schon. So. Ich räume hier deine ganzen komischen Sachen hier weg. Okay. Mache ich das hier auch weg. Dann das hier weg. Ich muss auch, glaube ich, draußen sauber machen, ne? Hey, 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 bleib hier. Ich mach nur hier sauber, hier vorne, meine ich. So. Okay, und jetzt hier wieder rein. Alles gut, ich will nicht abhauen. Also, ich will eigentlich schon abhauen, aber ich traue mich nicht. Okay, hier ist ein Besen, ich platziere ihn mal wieder hier hin. So. Okay. Okay, hast schon echt sauber gemacht, aber komm mal mit hier runter in den Keller. Wie? Was ist denn hier los? So. Ich zeig dir jetzt, wie es geht. Komm hier oben aufs Gold. Ja. Du darfst den Boden nicht berühren. Stell dir vor, der Boden wäre Lava. Okay, ich stell mir vor, dass der Boden Lava ist. Dann musst du einmal im Kreis das Jump One machen und wieder zurückkommen. Okay, gut. Und wenn du auf den Boden fällst, erledige ich dich. Okay. Ich probiere es. Andersrum, in die Richtung. So. Okay, Leute. Bis gleich. Okay, dann will ich mal dieses Jump and Run hier probieren. Okay. Ich hab's bis hierhin geschafft. Nicht schlecht, oder? Ja, aber du hast noch über die Hälfte vor dir. Oh, Alter, was ist das für Jumps hier? Ich bin auf dem Skelett. Ah, eklig, eklig. Boah, es war knapp. Okay, Leute. Boah, das Diamant würde ich gerne schon mitnehmen, sag ich dir ehrlich. Aber ich kann es nicht abbauen. Doch, ich kann es theoretisch abbauen. Aber ich mach's mal nicht. Boah, ein Fehler, Leute, und es ist vorbei mit mir. Wie mache ich mich so? Ja, ziemlich gut. Der Letzte hat es nicht geschafft. Ah, da, okay, verstehe. Guck mal, ich bin schon hier. Krass, oh, oder? Aber da kommen jetzt sehr schwere Sprünge. Ach, geht eigentlich. So schwer, aber das Ding ist, die sind nicht super schwer, aber man kann halt trotzdem einen Fehler machen. So. Wow. Wow. Guck mal. Nicht schlecht, oder? Liegt daran, dass diese Blöcke grün sind und das mit mir halt kompatibel ist. So, wieder auf Gold. Ich sollte das eigentlich hinkriegen, Leute.
Und dann so. Und dann so. Und dann so. Ich glaube, ich hab's geschafft. Du kommst hier nicht mehr raus. Ich sperre dich jetzt hier ein. Nein! Nicht einsperren! Nicht einsperren! So. Schnell den Schlüssel holen. Nein! Na! Ah, ich komm noch raus. Warte, ich komm raus. Warte, ich komm raus. Ich komm noch raus. Ich komm noch raus. Ah, okay, hier ist der Schlüssel. Aber ich komm noch raus, du Loser. Nein, ich war so langsam. Was? Was? Kann ich raus? Ja, ja, komm raus hier. Okay, das ist nicht geschafft. Eieiei. Okay, das war's hier? Ja. Okay, krieg jetzt musst du hier den Kopf noch durchstecken. Nein, krieg ich eine Belohnung? Bitte. Gib mir eine Belohnung. Komm Geh schon. Geh weg mit dem Hammer. Hast Angst, ne? Geh weg. So, ich hab sogar ein Schwert. Ich hab sogar ein Schwert. Komm her, bleib stehen. Ja? Nein, du kriegst hier gar nichts von mir. Du wirst draufgehen. So, Leute, wir machen ihn easy. Komm, renn doch raus, wenn du... Du hast eh keine Chance. So, ich hol meine Freunde, meine Smiling Critters. Deine Freunde? Du hast keine Freunde. Let's go, Leute. Du hast mich beleidigt. Was? Wer redet da? Ich hab Freunde. Ach so. Ach komm, verzieh, du wolltest mich einsperren. Eieieiei, Leute. Okay. Tsunamily. Wer ist das? Tsunamily Keeper, genau. Der Zookeeper. Dann wollen wir mal gucken, ob der Zookeeper. Was ist das da vorne? Zu Hause ist. Ding, dong. Ich klopf erstmal nett an, ob der da ist. Zookeeper? Scheint wohl nicht zu Hause zu sein. Komm rein, komm rein. Oh, okay. Och, nein, nicht schon wieder sowas. Hi. Hey. Hi. Oh, die habe ich vergessen. Stimmt, die haben vor ein paar Wochen geklingelt. Was? Dann komme ich nicht rein. Doch, doch, komm rein, komm rein. Oh nein. Okay. So, Hi. Ich komme gleich wieder. Leute, ich sitze hier gerade im Warteraum mit zwei Skeletten. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Na gut, dann wollen wir mal... Hi. Was geht? Oh, siehst du, ich habe die nicht vergessen, wie die beiden... Ja, war sie so ein paar Sekunden weg, aber was ist los? Soll ich reinkommen oder wie? Ja, komm rein in mein Heim. Ein Diamanthelm, Leute, den schnapp ich mir. Hi. Oh, warte, guck dir hier meinen schönen Thron an. Ja, ich sitze mal drauf. Wow, cool. Ja, so ist an sich cool hier, aber was gibt's hier zu tun? Und das ist mein Kamin und Ja, gibt's hier was zu tun oder nicht? Ja, natürlich. Ich möchte aber so ein kleines... Ich bin nicht zufrieden mit diesem Haus hier. Okay. Was soll ich denn dann tun? Ich möchte, dass du draußen für mich ein kleines Haus baust. Genau hier. Okay, dann musst du mir aber mal ein paar Blöcke geben. So, ich habe ja nichts dabei außer ein Hammer, Fleisch und ein Schwert und eine Karte. Ich gebe dir hier diese Blöcke. Ich gebe dir noch... Okay. Welche Blöcke sehen noch cool aus? Ich fange schon mal an. Holz, okay. Dann fangen wir mal schon mal an, Leute. Vielleicht dieses Glas hier. Okay. Na gut. Dann wollen wir mal ein Haus hier bauen. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Dann muss mir vielleicht sogar ein bisschen mehr geben gleich. So. Ich mache dir mal so eine geile, chillige Gartenhütte, würde ich sagen. So, dann wollen wir mal. Okay. Du willst also nur, du guckst auch nur so zu, willst gar nicht helfen, ja. Nein. Warum soll ich helfen? Keine Ahnung. Ich mach das nur, weil ich nicht will, dass ich draufgehe, weißt du, dass du mich irgendwie erledigst. So, dann wollen wir mal hier auf Easy Peasy Lemon Squeezy das hier bauen. Okay, so. So. Okay. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Ja, aber wie soll ich rausgucken? Ja, ich mache da jetzt die Fenster. Wäre cool, wenn du mir eine Axt geben würdest. Dann würde ich hier easy die Fenster reinknallen können. So, Leute. Ja, bitteschön. Oh, geil. Ist natürlich chillig jetzt. Guck mal, sieht doch schon mal nach was aus. Das sieht ziemlich gut aus. So, dann machen wir hier Zweierfenster mit Holz. Damit es ein bisschen so eine Art... Ja, Leute, das sieht doch schon cool aus. Guck mal, du kannst in jede Richtung rausgucken. Hier mache ich den Panorama-Sichtfeld. So, und hier gibt es wieder 1, 2. Du könntest mir ein bisschen helfen, das Dach zu machen oder so. Den Boden. Das Dach? Ja.
Oh, ne, ich mach den Boden. Okay, Leute, wir machen hier. So, ich muss eigentlich noch eins höher machen. Okay, ich glaube, ich mache noch mal einen Ticken höher für dich. So, let's go. Und wir haben... Okay, jetzt kommt nur noch die Decke und dann solltest du aber echt zufrieden sein. So, wir machen mal hier nochmal. Und hoffentlich kriege ich eine nice Belohnung dafür. Okay, mal hier zur Seite. Okay, das sieht das doch... Das war's, keine Inneneinrichtung? Achso, ja, warte. Hier kannst du dich umziehen, warte. Und zwar hier. Mehr kann ich dir nicht anbieten. Okay. Ich mache hier... Was willst du von mir haben? Überrasch mich. Ich habe eine Idee. Ja? Let's go, Leute! Überraschung! Komm schon, gib mir was. Bitte, ich flehe dich an. Okay, ich hab was. Ja. Hier. Wow, warte. Sag mir nicht, das ist ein brandneuer Lamborghini Huracan! Ja, ist es. Was ist das? Also ein Block. Okay, cool, danke. Was machst du da? Ich springe ein bisschen auf meiner Hüpfburg. Okay. Hey! Autsch! Hey! Ich, ja. Ich bin eigentlich voll stark. Eigentlich muss ich gar nicht auf die hören, Leute. Weißt du was? Knuckles, den erledige ich einfach. Also, warum höre ich eigentlich auf die ganze Zeit? Bin ja voll stark. So, Knuckles, ich klopfe erstmal hier an. So, lass mal gucken, ob der überhaupt da ist. Alter, was sag ich? Das Haus ist eigentlich nicht so gut geworden. Aber hier kann ich mich notfalls zurückziehen. Okay. Ist das eigentlich. Ist das eine Schalker-Boss? Was ist das für ein Block? Hey, was ist das? Ah, das ist echt ein Trampolin. Oha! Tatsächlich ein Trampolin. Okay. Na gut. Gut, dann wollen wir mal hier reingehen. Klopf, klopf. Knuckles. Da. Komm rein. Okay, Leute, den werden wir jetzt komplett... Ich habe sogar einen Diamanthelm. Okay, let's go. Hi. Hier ist niemand drin, Leute. Hä? Hier ist niemand. Hallo? Knuckles. Knuckles? Ich bin hinter dir. Ah! Du hast mich erschreckt. Was machst du da? Ich mache hier gar nichts. Wieso bist du so bespritzt mit du weißt schon was? Und wieso hastest du gerade irgend so eine Axt in der Hand? Ich hatte gar nichts in der Hand. Na, zeig mir, was du hinterm Haus gemacht hast. Ich hatte hinterm Haus, komm mal mit. Ich guck mir das jetzt auf jeden Fall an. So. Wo? Ich war hier. Ja. Und dann habe ich so gemacht, zack. Ah! Okay, Leute, er will einen Kampf. Okay, ich muss rennen. Oh nein. Ich, die Axt macht eigentlich auch Schaden, Leute. Ich habe auch eine Axt. Komm her. Bam. Oh nein. Ich bin stark. Ja. Oh, Moment. Ich bin auch stark. Da ist so ein Militärlager. Ich renne mal in diese Richtung. Oh nein, lass mich in Frieden. Okay, wir müssen einen Trick machen oder so. Bleib stehen. Okay, und bam. Ah, Mist, er hat mich gehauen. Ich konnte ihn jetzt nicht treffen. Und von unten trifft man immer. Hey, okay. Seit wann ist eine Schildkröte so schnell? Ich bin ja auch keine Schildkröte. Ich habe nur einen Schildkröten-Skin. Also ja, also ich bin eine Schildkröte. Okay, wir haben ihn gleich. Und, so kann ich auch. Oh, Leute, das war eigentlich... War ich lustig. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, klickt in der Mitte für das nächste coole Dandy-Video und wir sehen uns dann morgen. Tschüss.